Herzlich willkommen zur Sendung Info hier auf TeleBilenk. Heute Freitag sind das unsere Schlagzeilen für euch. Den Winzerinnen und Winzer macht das Wetter zu schaffen. Wie geht es den Trauben nach dem Regensommer? Wie wird die Ernte dieses Jahr ausfallen? Ein Lagebericht aus den Rebbergen am Bielersee. Aus immer und ewig wird nimmer und etwas anders. Es gibt nämlich immer mehr Leute, die ihre Tattoos nicht mehr wollen oder sie wollen überdecken. Ein Blick aus einem Tattoo-Studio und aus einer Klinik. Und der Pazifik macht 28% der Erdoberfläche und 50% von allen Weltmeeren aus. Das Oceans 4 Team ist 4500 km drüber gerudert. Das erste Schweizer Team. Ein Jahr später erzählt es seine Geschichte. Die Traubenlese am Bielersee ist in vollem Gang, eigentlich, wenn das Wetter erlaubt. Und auch die Ernte könnte dieses Jahr nicht so gut ausfallen. Auch wegen dem Wetter. Oder besser gesagt, wegen den Krankheiten, die der nasse Sommer mit sich gebracht hat. Wie es bei den Winzerinnen und Winzern am Bielersee aussieht, im Beitrag von Barbara Rölli und von Simon Keller. Auf dem Weingut André Tschafis bringen die Erntehelfer gerade die paar Trauben, die sie heute Morgen geerntet haben, in Schermen. Der Regen macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Der Benny André redet von einem schwierigen Jahr, weil es bis Anfang Mitte Juni sehr nasses Wetter gegeben hat. Und es ist jetzt schon absehbar, dass es definitiv weniger Ertrag gibt. Wir haben ein paar Zellen, wo die Lagen halt feuchter waren, wo wir mehr Feuchtigkeit im Rebberg hatten. Dort haben wir mehr verloren durch den Falschmelltau. Zum Teil haben wir Parzellen, wo wir 70% Verlust haben. Wir haben aber auch Parzellen, wo wir rund ein Drittel weniger haben als letztes Jahr. Seit einer Woche sind sie jetzt schon dran und haben nicht mal die Hälfte geerntet. Auch der Bruno Martin aus Ligerz hat mit diesen Krankheiten gekämpft. Die Abtorete, das ist im Juni während der Blüte, kurz nach der Blüte, eine Autoinfektion. Und hier sehen wir so ein offenes Beri, wo entweder Vögel oder Bienen aufgetan haben. Und das ist das Potenzial, wenn aus diesem offenen Beri durch häufigen Regen Bakterien verteilt werden auf die ganze Traube. Trotz der Krankheiten ist Bruno Martin mit seiner Ernte zufrieden, die jetzt fertig ist. Auch wenn es zum Vorjahr weniger gegeben hat. Im 2023 hat er 850 Gramm pro Quadratmeter geerntet. Und jetzt sind wir auf 500 Gramm, also da sind wir zufrieden. Wir sind wirklich zufrieden mit den Umständen. Wir hatten Frost, wir hatten Mautoinfektionen, wir haben wirklich ein schwieriges Jahr hinter uns, aber sind auch glücklich, dass wir die Kapriolen mit schweren Hagelschlägen, dass wir da schon Zeit bleiben. Ja. Währenddem geht es, schaffe ich es jetzt darum, möglichst schnell die ganze Ernte ins Trockene zu bringen. Es hat vereinzelt jetzt natürlich Beeren, die anfangen zu faulen. Es hat auch vereinzelt Kirschessigfliegen, die kommen können. Und wir wollen jetzt eigentlich schauen, dass wir unsere Ernte reinbringen, dass wir sie reinbringen mit einer guten Qualität. Und es ist extrem schwierig, halt jetzt regnet es nicht. Und jetzt wird es langsam so ein Wettlauf gegen die Zeit, oder? Damit es auch vom Jahrgang 2024 wieder aromatische Wein vom Bielerseeufer gibt. Eure Sendung Interview nach dem Info wird die Weinsaison Thema sein. Das Weingut Krebs und Steiner ist zu Gast beim Roland Itten mit einem Einblick und Ausblick auf, wie es das Jahr in den Weinreben so läuft. Und während die Traubenlese läuft und die Flaschen gefüllt werden, verstreicht das Bio die Wartezeit auf die zweite Wahlrunde für das Amt des Stadtpräsidiums. An den Bieler Wahlen letzten Sonntag hat keine von den Kandidatinnen das absolute Mehr erreicht. Darum wird es am 24. November nochmal spannend. Die neu gewählte Person sollte dann ungefähr einen Monat später das Amt antreten. Wieso ist die zweite Wahlrunde in diesem Fall so spät angesetzt? Erklärungen vom Bieler Vize-Stadtschreiber im Beitrag von Pablo Cucheres. Der 24. November hat der Bieler Gemeinderat schon vor einem Jahr als Termin für einen zweiten Wahlgang festgelegt. Zwei Monate zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang ist eine lange Zeit. Aber in Biel gibt es normalerweise auch keinen zweiten Wahlgang.
Es ist das erste Mal seit 50 Jahren oder sogar mehr, dass nach einer gesamten Erneuerungswahl ein zweiter Wahlgang nötig ist. Letztes Mal wurde nur, also es, in meiner Erinnerung, es gab nur einen, ist der nach, für die Nachfolge von Herrn Stöckli in 2010. Damals gab es eine Ersatzwahl und einen zweiten Wahlgang für das Stadtpräsidium. Aber für die gesamte Erneuerungswahl gab das noch nie oder seit langem nicht mehr. Aber wieso jetzt genau der 24. November? Weil dann auch die eidgenössischen Abstimmungen sind? Für die Staatskanzlei gibt es zwei Vorteile. Zum einen müssen nur einmal die Abstimmungsunterlagen gesammelt werden und zum anderen wirkt es sich auch auf die Wahlbeteiligung aus. Wir wissen, dass in Biel, wenn wir eine Gemeindeabstimmung oder Gemeindewahl gleichzeitig mit einer eidgenössischen Abstimmung bringt das mehr die Leute an die Urne, als wenn wir das in einem separaten Termin. Am 22. September, wo auch nationale Abstimmungen auf dem Programm gestanden sind, ist die Wahlbeteiligung in Biel bei knapp 36% gelegen. Das zeigt, wie schwierig es ist, die Bieler Bevölkerung an die Urne zu bringen. Am 24. November wird also nebst den Abstimmungen in Biel auch die Stichwahl zwischen der Glenda González-Passi und der Natascha Pitte stattfinden. Wir kommen jetzt aber zu einem Thema, das unter die Haut geht. Vielleicht habt ihr eins. Auf jeden Fall haben immer wie mehr Leute eins. Tattoos. Und wenn es einen Boom von Tattoos gibt, gibt es auch einen Boom von Leuten, die es bereuen. Die Nachfrage nach Behandlungen zur Tattoo-Entfernung oder Überdeckung steigt. Eine Reportage von der Leila Tevo und der Roxane Flamand. Ein Wort auf dem Handgelenk, das mittlerweile nicht mehr passt. Die Livia Martella ist heute zum dritten Mal da, um sich eine Tätowierung wegzumachen. Es gefällt ihr nicht mehr. Weil es mir nicht mehr gefallen und es ist nicht mehr das gleiche, wie als ich 16 war, als ich es gemacht habe. Es sieht nicht mehr gleich aus und gefällt mir in dem Sinne nicht mehr. Der Thierry Löwe hat immer mehr zu tun. In den letzten 5 Jahren ist sein Kundenstamm um 40% gewachsen. Der Laser hat laut ihm keine negativen Auswirkungen auf den Körper, wenn die Sitzungen von einem Spezialist durchgeführt werden. Der Laser wirkt nämlich nur auf den Dermis der Haut. Ein Tattoo ist eine Ansammlung von isolierten Pigmentbällen in der Dermis, also in der Lederhautschicht. Der Laser schickt einen Energiestrahl, der genug stark ist, um die Tintenbällen kaputt zu machen. Also zuerst einmal auseinandernehmen und dann von Sitzung zu Sitzung werden sie dann kleiner. Als zweites kommt dann unser Organismus, unser Körper zum Zug. Wir haben Zellen, die Nerven ausmisten und den Rest abtransportieren. Zum Ausmisten muss man schon mit mehreren Sitzungen rechnen. Im Durchschnitt sind es 5 Besuche an je 300 Franken. Aber der Laser ist nicht die einzige Lösung, um eine Tätowierung loszuwerden. Der Günay Ilmaz hat sich für ein Cover-up, also eine Tätowierung drüber, entschieden. Laser würde ich nicht, weil Laser ist einfach vom Kosten her ganz teuer. Und zweitens schmerzhaft natürlich, so ich es erfahren habe vom Kollegen Friedrich Reis. Der Günay Ilmaz ist bei Arte Tattoo, um das Cover-up noch zu bessern, das vor einer Zeit in einem anderen Studio gemacht worden ist. Und er möchte auch einen Namen überdecken. Wie bei Laserbehandlungen gibt es auch immer wie mehr Cover-ups, stellt der Geschäftsleiter fest. Ja, es gibt immer mehr Tattoo-Studios in der Stadt selber, aber auch Amateur-Tätowierer, die in den Wohnungen tätowieren, mit einer qualitativ schlechteren Ausrüstung. Oft fehlt dort Erfahrung. Nachdem die Leute das Resultat gesehen haben, wo vielleicht nicht so schön sind, kommen sie dann daher, um es auszubessern oder um es abdecken. Pas joli. Ils viennent ici pour éventuellement essayer de le retoucher ou le recouvrir. Juan Carlos Schill tätowiert schon seit 25 Jahren. Und er findet, Cover-ups sind einfacher zu machen als früher. Und sowieso sagen Tätowierungen heutzutage nicht mehr für immer, so wie man es früher gedacht hat. Es entwickelt sich weiter, vor allem auch aktuell. Das Tattoo entwickelt sich weiter. Und auch die Cover-ups sind einfacher geworden. Auch wenn es einfacher ist, im Tattoo-Künstler ist es wichtig zu erwähnen, dass ein Cover-up-Tattoo nicht für jeden und jede ist. Und das Stechen von einem neuen Tattoo und das Abdecken von einem alten Tattoo zwei verschiedene Techniken sind. Ja, schon fast zwei Berufe. Für eine Tätowierung oder ein Cover-up soll man darum zu einer Person, die man vertraut. Ja, sehr schön. In Finnland hat der OL-Weltcup-Final über Langdistanz stattgefunden. Und dort hat gestern Simona Ebersold den 2. Rang geholt. Die Orientierungsläuferin aus Brügg ist im Vorfeld mehrere Wochen in Finnland trainieren. Ihr jüngerer Bruder, Fabian Ebersold, hat bei den Herren Rang 5 geholt und ist mit dem der beste Schweizer.
Und wäre bei dieser nächsten Geschichte die Orientierung daneben gelegen, wäre es ganz anders herausgekommen. Das Team Oceans 4 hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, den Pazifik in einem Ruderboot zu überqueren. Nach mehreren Jahren härter Vorbereitung ist es losgegangen, über 6 Wochen gegen Wind und Wellen. Mittlerweile ist es ein Jahr her und das Ruderteam hat gestern Abend ihren Reisebericht zu Murten im Kulturzentrum im Beaulieu Park gezeigt. Der Linus Ehi hat Philipp Kesser getroffen und ihn gefragt, wie er auf die extreme Zeit auf dem Boot zurückschaut. Ein emotionaler Moment. Nach 43 Tagen auf offenem Meer erreicht das Team Oceans 4 ihr Ziel. Die Bilder sind vor 1,5 Jahren entstanden. Dann ist das vierköpfige Team von Monterey in Kalifornien 4'500 km über den Ozean bis auf Kauai gerudert. Unvergessliche Erfahrungen für Philipp Kessler, der zu Murten aufgewachsen ist. Gewisse Erlebnisse, die man hatte, sei es mal ein paar Anker oder natürlich die Riesenfreude, als man zuerst mal die Insel gesehen hat. Ich glaube, das sind so Sachen, die bleiben einem und die vergisst man auch nie mehr. Die Mission an Land gezogen hat Astrid Schmidt, die vorher schon einmal über den Atlantik gerudert ist. Philipp Kessler hat sich von ihr überzeugen, ohne wirklich zu wissen, auf was er sich da einlässt. Ich bereue es keine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Aber die Vorbereitungszeit, die 2 Jahre, die waren sehr intensiv. Wir mussten trainieren, wir haben Sponsoren gesucht, wir mussten auf die Finanzen schauen. Wir mussten aber auch x Trainings besuchen, zum Beispiel in Südengland, wie auch Skipper machen mussten. Kurs, Safety-Sachen, wir mussten Material beschaffen. Und ich bin ja nicht ein Seemann. Das ist einfach alles Sachen, die man lernen muss. Alles extrem interessant, aber extrem zeitintensiv. Über all diese Vorbereitungen haben die Abenteurer gestern Abend in einem vollen Kulturzentrum im Beaulieu Park zu Murten geredet. Die Präsentation hinterlässt einen tiefen Eindruck beim Publikum. Die Zeit zusammen zu verbringen und das zu managen, nebst 100% Jobs, ist wirklich eine krasse Geschichte. Ja. Ich bin stolz auf alle. Es ist wirklich eine Challenge. Ich könnte es nicht. Also für mich wäre es nichts. Vor allem der enge Raum und so, das wäre für mich. Für mich war das unvorstellbar. Weil Rudern so weit und so manchen Tag auf so engem Raum konnte ich mir nicht vorstellen. Ein zweites Mal würde der Philipp Kessler diese Challenge nicht machen. Hauptsächlich wegen der Vorbereitungen. Am 17. Oktober präsentiert das Team Oceans 4 ihr Abenteuer zu Macklingen an der Eidgenössischen Hochschule für Sport der Öffentlichkeit. Wir machen es dafür nochmal. Die Rede ist aber natürlich von der Infosendung ganz ohne Ruder. Bis zur nächsten Folge findet ihr weitere Geschichten und Infos wie immer online auf aschur.ch. Merci fürs Dabeisein und auf Wiedersehen.